So, Freunde, hier ist Vic von Medachemie und ich glaube, wir haben das alles hier länger eingestellt, als das Interview dauern wird. Vor mir sitzt, ach ja, in digitaler Form, sage ich mal, sitzt vor mir die Band Synth Marine komplett, glücklicherweise, und jeder hat was zu trinken dabei, außer die Keyboarder, aber naja, was soll's. Erstmal ein Prosit auf alle, danke, dass ihr hier seid und dass ihr so geduldig wart. Ne? Prosit. Prost. Prost, meine Freunde. Fangen wir mal an. Ja. Ja, nicht alle auf einmal, ne? Also, nicht, dass ihr den Fangen Stream irgendwie überlastet. Ich bin Jonas und mein Künstlername ist Aspolus. Und ja, ich bin der Keyboarder in der Band und mache auch einiges von den Artworks für unsere Cover und ja, in Zukunft auch mehr für Social Media und so. Ich bin Luis mit dem Künstlernamen Decimus. Ich spiele die Gitarre und übernehme auch das, also einiges vom Songwriting her und bin zurzeit auf Social Media für unsere Accounts zuständig. Ich bin Lit oder halt Inessa eigentlich im normalen Leben so gesehen, aber ich bin unsere Sängerin und bin auch so zwischendurch für einige Songs dann mit zuständig. Ich gebe so meistens eigentlich erst meine Ideen mit rein und arbeite dort gerade auch in einigen Designs mit für unsere Stories in unseren Songs und auch ein bisschen an gerade einem Single-Cover. Ja, ich bin Stell dich mal Hänsel, ich vor. spiele seit neuem Bass und bin, denke ich, auch ein bisschen am Songwriting beteiligt hier und Du da. denkst, also sie lassen es dich fühlen, dass du partizipiert wärst, oder? Genau, aber eigentlich bin Okay. ich nur Bassist, also. Wir gehen mal reihum. Also wir haben hier Keyboarder, Gitarre, Gesang und Bass. Wie sieht's aus? Habt ihr noch überlegt, Zuwachs zu holen oder sagt ihr, vier Leute reicht aus? Also, ich würde sagen, also Also vorhin wir reden Bass. jetzt nicht über Kinderwünsche, Inessa, ne? Schon klar. Ja, weil das so aussieht, du guckst auf Louis und dann ja, also ja, drei Kinder dachten wir so. Ach ja, Nee, also. ihr könnt euch schon vorstellen, die beiden sind dort zusammen, ne? In der Mitte. Waren ja Louis und Jonas ja zu zweit in der Band und ich kam erst später dazu, nachdem deren ursprüngliche Sängerin gegangen ist. Und erstmal hieß es, okay, nee, wir bleiben nur zu dritt und keine Ahnung was. Aber ich kannte halt Hazel schon vorher, so aus dem Freundeskreis. Und ich wollte sie eigentlich schon immer irgendwie so ein bisschen dabei haben. Wir haben auch zwischendurch so ein Nebenprojekt gestartet gehabt mit Louis und Hazel. Und irgendwann mal, nachdem ich den Gedanken immer in meinem Kopf hatte, kam Louis dann irgendwie eines Abends an und meinte so, ja, sollen wir Hazel dazu holen? Ja. Das klingt wirklich wie so ein Kinderplan, du hast das gesagt. So, Abend kam ich vor allem Ich beide. glaube, eigentlich soweit sind wir eigentlich ganz zufrieden mit der Bandkonstellation. Ja, wie würdet ihr denn eure Musik beschreiben? Espolos, spreche ich das richtig aus? Ja, ne? Ja, einer der wenigen, die es richtig. Die Aha! meisten sagen zuerst Absolus. Ja, das ist ja. Also generell gesagt als Synthwave, das heißt, ja, Synthwave, Retrowave ist ja ein Genre, das auch immer größer wird. Davon wurden wir am meisten inspiriert auf jeden Fall. Aber wir haben auch viele andere Einflüsse, also würde ich eher sagen Synth-Rock. Also wir haben sehr viel auch 80er Rock-Influences, wie man vor allem in Stardust Surfers hört. Und es kommt auch immer mehr dazu. Also in Zukunft könnte sogar Rap dabei sein. Damit hat Decimus auch schon rumprobiert. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass. Also Hazel ist ich. auch sehr rapkundig tatsächlich. Ja, genau. Ich glaube, das wird die Hört. natürliche Entwicklung unserer Musik sein. Ja, aber bisher hauptsächlich Synth-Rock, so würde ich das Ich finde beschreiben. generell erlebt so Musik der 80er und besonders Synth-Musik einen Boom. Wie du schon erwähnt hast, irgendwie gibt es da eine gewisse Tendenz. Erlebst du das auch so, Luis? Sehr sogar. Ich finde gerade so bei, jetzt zum Beispiel mit The Weeknd, Blinding Lights und In Your Eyes, das klingt für mich einfach extrem nach 80er Pop eher. Aber jetzt hat zum Beispiel auch, hat mir Aspolus gezeigt, Miley Cyrus einen Song zusammen mit Billie Idol gemacht.
Die finde ich selber jetzt nicht so toll, aber man sieht halt, die 80er kommen irgendwie zurück. Also. Aber Miley Cyrus hat ja auch allgemein in letzter Zeit einige Songs rausgebracht mit, ich glaube, mit Dua Lipa war das auch. War der eine Song, der klang auch ziemlich, fand ich, 80er inspiriert ziemlich. Ja, stimmt, irgendwas anderes war auch noch. Ja, und gerade wird ja auch Kavinsky ziemlich präsent unter den Leuten, also die vor allem viel mehr mit Hit unterwegs sind. Also ich glaube, einige kennen bestimmt Kavinsky und halt der ist auch verdammt cool, muss ich sagen. Der gehört auch in die Synthwave oder Vaporwave-Richtung, würde ich jetzt sagen. Vaporwave nicht, eher Synthwave. Erst Synthwave, ja. Also ich finde es auch so, ich mach das Radio an und man erkennt alleine nur an der Tontechnik, ob das aus den 80er ist oder aus der jetzigen Zeit. Aber ansonsten sind die Songs doch sehr ähnlich vom Stil, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Ist das für euch so ein Gefühl, scheiße, jetzt reiten alle auf diese Welle mit und wir haben schon damals nach dem Krieg mit dieser Sache angefangen? Oder ist das für euch hier, alle machen mit und wir sind Teil der ganzen Sache? Ich finde das schon ziemlich cool, dass es jetzt halt wieder so aufkommt, weil halt sehr viele Elemente einfach, ich glaube, dieses Zurückkommen von so diesem alten Gefühl, das man vielleicht hatte, also ich meine, ich bin 2000. Damals. So, wenn man damals die Musik von meinem Papa gehört hat, so diese alten Elemente, wenn man auf einmal so die Kindheit dann irgendwie doch schon zurückkommt, weil man es halt dann doch gehört hat, auch wenn man noch relativ jung ist. Ja, also ich finde einfach das vom Vibe her echt nice so. Also der Markt ist sowieso überfüllt. Ich könnte keinen einzigen Synth-Wave-Artist nennen. Okay. Also, ich bin wegen den anderen hier. Aber ich mag, was wir machen. Und ich will da auch mehr von hören. Ihr habt ein Album oder eine EP am Start, habe ich gehört. Erzählt mal. Eigentlich anfangs gesagt, ja, das nächste wird ein Album. Nach der ersten EP. Aber wir haben sehr viel uns über das Storytelling unterhalten, über die Musikrichtung, in die wir gehen wollen. Und das ist uns aufgefallen, dass es einfach mehr Sinn ergibt vom Storytelling her und von dem Vibe, den die Musik dann hat, das nochmal zu splitten. Weil wir sind einfach nicht auf eine gute Tracklist fürs Album gekommen und haben dann gesagt, wir hauen zwei EPs raus, die dann zwei verschiedene Gefühle vermitteln und zwei Kapitel sozusagen einer Story sind. Das sind teilweise wirklich sehr alte Songs, die wir jetzt als nächstes releasen wollen, die auch deutlich ernster sind. Also wenn man jetzt die EP hört, die wir jetzt schon draußen haben, die man auf Bandcamp und auf YouTube hören kann und irgendwann auch auf Spotify, das ist eher dieses kitschige 80er, dieses Romance- und Action-mäßige. Und als nächstes wollten wir uns halt tatsächlich mit ein bisschen ernsteren Content befassen, einfach um zu gucken, wie das so wird. Also das sind praktisch die Gefühle. Es wird ernster. Was wir bis jetzt ja so haben, ist ja so, dass die erste Story auf der das alles aufgebaut hat, war ja die Idee von Louis und Jonas, also Decimus und Aspolos, dass es diese zwei Krummskelette sind, die von der Göttin Lit auf die zerstörte, verwüstete Erde geschickt wurden, wo nur noch eine dunkle Macht herrscht, der Techie. Deswegen auch der Song Outrun the Techie. Und dann gibt es auch noch diese, der Techie arbeitet halt mit so einer größeren politischen Macht zusammen, die halt inzwischen auf den Mars verlagert ist, wo jetzt die Menschheit lebt. Und ist alles ziemlich viel tatsächlich. Und wir haben dann auch so Sachen eingebracht wie die Space Angels. Aber, das ist ein bisschen Teaser. Ja, erzähl. Da kann ich nicht so viel erzählen, aber wir haben halt sehr, sehr tiefes Storytelling. Wir denken uns auch die Charakter ziemlich genau aus und wie wir alle in diesem Universum fungieren und welche Rolle wir halt da eben spielen und vor allen Dingen, in welche Richtung sich das entwickeln soll. Also, basically geht es um ein dystopisches Szenario, in dem die Erde zerstört wurde von eben diesem Techie, der so der Universums-Galaxien-zerstörendes Monster ist, so nach dem Prinzip. Ja, und ja, Hazel ist halt, aber das kann sie gleich nochmal erzählen, kommt halt dann ursprünglich so gesehen vom Mars und ist dann halt eigentlich auch Bassistin in der Band. Aber ja, dann haben wir Decimus und Aspolos, die Chromskelette sind, die von eben dieser Göttin Lit erschaffen wurden.
Also lebende Chromskelette. Wir stehen nicht nur so auf dem Friedhof rum und vegetieren vor uns hin. Okay. Ja, das möchte ich einmal unterstreichen, ne? Dass ihr eine Band seid, die eine Story dahinter. Das ist natürlich krass, aber das nochmal so in Songs zu verarbeiten, das ist auch nochmal eine ordentliche Geschichte. Finde ich geil. Finde ich super. Also nach der EP oder nach den Ereignissen auf dieser EP sind eben die Charaktere Aspolus, Decimus und Lid müssen fliehen von der Erde. Und das Ganze ist ein bisschen hoffnungsloser, weil sie eben verloren haben. Mein Charakter kommt vom Mars ursprünglich und ist dort aufgewachsen und war eine Bassistin in einer sehr berühmten Band dort. Aber sie lernt eben, ich sag mal, die Sachen, die die Regierung auf dem Mars die Menschen eher nicht so wissen lassen will, und entscheidet sich dann im Endeffekt dazu, da nicht mehr mitzumachen. Und weil sie eben recht viel Möglichkeiten hat, sag ich mal, als Member von einer berühmten Band, schafft sie es halt, vom Mars zu fliehen und dann auf die restlichen Überlebenden zu treffen. Wer denkt sich diese Storys aus? Macht ihr dann Mindmap oder ihr legt die Köpfe zusammen, gucken, was rauskommt? Oder gibt es wirklich einen Storyteller in der Band, der sagt, ey, in diese Richtung bewegen wir uns? Wir haben wirklich Einflüsse von uns allen drin. Also natürlich haben Decimus und ich die Foundation sozusagen gelegt, das Grundlegende. Aber die Inspiration kam jetzt von uns allen. Vor allem Hazel hat jetzt in letzter Zeit sehr viel dazu beigetragen, weil sie auch schon eine eigene Geschichte entwickelt hatte mit dem Mars. Das war ursprünglich eigentlich gar nicht unsere Idee, den Mars mit einzubringen. Und dann haben wir sozusagen die Geschichte, die sie schon im Kopf hatte, mit unserer verbunden. Auch zum Beispiel die Space Angels waren so eine weitere Idee, die so einfach so aufkam, als wir das erste Mal angefangen haben, jetzt an der neuen EP zu arbeiten. Das war also der erste Song, an dem wir wirklich gearbeitet haben dann daran. Und da kamen halt auch auf einmal diese Ideen hoch, wie die aussehen und was für eine Wirkung die haben und welche Rolle die überhaupt im Universum spielen, wo die herkommen und wie die in Verbindung zu Hazel stehen. Und das kam dann halt alles auf. Und dann, keine Ahnung, jeder hat so seinen Input. Und vielleicht hat einer so eine große Grundidee, aber die anderen packen halt immer mehr Detail mit rein. Und somit entsteht halt eine vollkommene und ziemlich interessante Story. Wir haben auch vielleicht, also nochmal Teaser vielleicht, dass wir halt, wir haben darüber nachgedacht, vielleicht sogar irgendwann mal in der Zukunft einen Comic oder so dazu zu veröffentlichen oder halt ein gesamtes Storytelling-Buch oder so halt in der Art. Wir haben das früher mal gemacht, dass wir immer so kurze Stichpunkte zum Beispiel auf Social Media und so einfach veröffentlicht haben. Also irgendein Bild von einem Space Angel ist zum Beispiel und darunter kurz die Story, aber damit haben wir jetzt auch aufgehört. Das ist aber durchaus etwas, womit ich wieder anfangen könnte. Also es ist etwas Interessantes, was man durchaus, finde ich, auch außerhalb der Songs erklären könnte, damit dem Publikum, dem Hörer bewusst wird, worum es geht. Also Comics zeichnen ist nochmal eine ganz andere Aufgabe und das ist etwas, was jetzt, glaube ich, noch ein bisschen zu viel wäre. Ich habe auch schon sowas mal versucht, es hat auch sehr Spaß gemacht, aber es ist eine Riesenaufgabe natürlich und erstmal konzentrieren wir uns, glaube ich, darauf, die Alben zu machen oder die EPs. Hazel, konntest du schon beim Komponieren mitwirken oder noch nicht? Die Songs, die wir gerade schreiben, sind größtenteils fertig, bis auf die Bassline, bedeutet, die mache ich halt und schicke die dann rüber, da wir uns gerade nicht richtig treffen können. Aber wir werden sehen, wie das in Zukunft wird. Du hast sie alle schon mal live gesehen, oder? Nee. Nein! Nee. Nee. Das ist ja ein Ding. Ich habe nur Inessa live gesehen. Also, das hat Hazel auch schon gesehen, aber es war halt Jahre her. Und also eigentlich. Ach ja, ja, stimmt. Aber also eigentlich kennen wir alle uns schon seit Jahren, aber so wirklich in der Freundesgruppe oder halt in der Band zusammenzuarbeiten, ist halt komplett neu. Jonas und ich sind zum Beispiel auf dieselbe Schule gegangen und also auf dieselbe weiterführende Schule. Und Louis kenne ich eigentlich schon seit der Grundschule, aber das ist nochmal eine ganz andere Story. Wir haben uns auch zum Beispiel auf dem Höhlenrock auch getroffen. Also er erinnert sich an mich, ich erinnere mich halt an gar nichts, weil ich habe ein Fliegen hier.
Fliegen hier in Alkoholvergiftung. Ich dachte, du wüsstest noch, was wir dort gespielt haben. Hast du da nicht irgendwie Feedback noch gegeben? Konzert? Ja, genau. Ich hab, also ein bisschen weißt du doch noch. Ja, klar, nee, ich war auch nicht betrunken. Sowas nicht. Ja. So, ich durfte nicht trinken. Aha. Aber ich habe halt, ich stand halt ganz vorne dann auf dem Mühlenrock und habe ja dann dir und Metachemie zugehört und so und dann auch Notausgang und so. Und Louis und ich standen gefühlt immer so 2 Meter auseinander, aber ich kann mich halt nicht an ihn erinnern, weil Gründe. Das heißt, ihr habt jetzt eine EP veröffentlicht und ihr habt 2 weitere im Anschlag, also was ursprünglich als Album gedacht war und jetzt auf 2 EPs gesplittet wurde, richtig? Hm. Ja, genau. Da sind die Songs außer Bassline komplett fertig? Also... Die Vocals fehlen noch. Also die Vocals fehlen noch, aber halt akustisch gesehen ist alles. Akustisch gesehen. Das ist auch schön. Ah, das heißt, die Basslinie ist doch schon drin, oder wie? Nee, das Instrumentale ist größtenteils fertig, aber seit Hazel in der Band ist, habe ich gerne ihr einiges überlassen, was die Basslines angeht. Wo zum Beispiel vorher ein Bass-Synthesizer war, dachte ich mir, okay, da kriege ich zum Beispiel jetzt ein richtiges E-Bass doch besser, vielleicht mit einer etwas kreativeren Variation. Und braucht halt eigentlich noch Lyrics und das Ganze muss halt eingesungen werden und noch das, was Hazel übernommen hat, muss noch zu Ende gemacht werden. Hazel, hast du da noch viel vor dir oder hast du das Gefühl, ist nicht mehr viel? Ist schon noch was. Ist noch was, okay. Wenn einer so antwortet, dann hört sich das nach Arbeit an. Aber Hazel ist echt talentiert, also wirklich extrem. Also wenn man auf Hazels Account guckt, allein wie sie Toxic gerockt hat, war amazing. Aufgetreten seid ihr noch nicht, richtig? Corona und so weiter und so fort, ne? Nee, noch nicht. Aber ist geplant. Ich kenne da so einen netten Typen, der heißt Vic und der hat uns... Scheiße, ich hasse ihn ohne Scheiße, Alter. So ein dreckiger Polacke, weißt du? Das ist echt schlimm. Noch nicht mal richtig. Eigentlich kommt er aus Schlesien. Das ist eigentlich noch so... Ja, egal. Noch schlimmer, oder was? Ja, schlimmer. Ja, genau. Wir wollen zusammen in Suling auftreten, ne? Ja, da ist noch DJ Janine aus Minden dabei und DJ BBC aus Espelkamp. Ja, seid ihr ein bisschen aufgeregt wegen Bühne oder gar nicht? Wir waren auch schon aufgeregt wegen Interview, also ja, auf jeden Fall. Also, okay. Keine Ahnung, ich hab ein bisschen Bühnenerfahrung tatsächlich, wegen der Schulband so, aber war halt nie, glaube ich, so wirklich was Großes. Es waren also meistens entweder Schulevents oder dann waren so was halt so sowas örtliches, irgendwie so dann das Radener Stadtfest oder so. Oder diese, als die Kirche renoviert wurde, waren wir dann wieder zur Neueröffnung, haben wir auch gespielt. Sowohl von Klavierunterricht her hatte ich ja einige Jahre. Da gab es dann auch mal wieder schulbedingte Auftritte. Ich war auf 2 Wettbewerben vom Klavierunterricht aus und stand auch schon fürs Theater von der Schule auf der Bühne. So habe ich eigentlich relativ viel Erfahrung, aber Nervosität ist natürlich immer da. Aber Jonas ist ein guter Schauspieler. Dankeschön. Hazel? 10 Jahren irgendwann mal war ich im Theater. Also das ist so kaum mehr präsent in meinem Kopf. Also es fühlt sich schon so an, als wäre das jetzt mein erstes Mal. Vor allen Dingen das erste Mal, dass ich sag mal, ein Skill vorführen muss. So. Und ja, ich bin sehr nervös, was das angeht. Aber. In der Fraktion habe ich noch keine Musik zusammen gemacht. Aber die anderen beiden haben es ja drauf, die kriegen es hin, weißt du? Und notfalls dreht ihr 2 Regler runter und nein, Spaß, ne? Aber wie gesagt, wenn Hazel talentiert ist, Inessa kann wohl auch singen, hat unser Basser erzählt zumindest. Und dann denke ich mal, wird es eine ganz runde Sache, mit euch auf der Bühne zu stehen. Ich freue mich. Es ist immer schwer, eine gute Band zu finden. Ja, das Ganze ist im Mai. Nachtwerk Sulingen. Mai ist noch unsicher. Wir wissen halt nicht wegen Corona. Wie sind die Auflagen? Wie sind die Bestimmungen? Wann können die anderen Musiker? Aber auf jeden Fall steht schon mal fest, dass wir beiden Bands mit DJ BBC und DJ Janine, Musikerin aus Minden, dann zusammen dort die Bühne rocken werden. Folgt uns auf Instagram. Ja, ich verlinke euch unten. Wehe, ihr folgt. Synthmarine_band, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe für die, die jetzt im Radio zuhören, ihr werdet keinen Link unter
eurem Radio finden. Ja, ihr guckt einfach mal bei YouTube Metachemie oder YouTube Synthmarine und dann findet ihr das Interview und da findet ihr alle Links. Jawohl. Genau, auf YouTube sind wir natürlich auch, da gibt es auch unsere EP zu hören, Synthmarine Band. Nein, Synthmarine, Leerzeichen, Music. Wir können ja so einen kleinen Aufruf mal starten, dass die Leute mal euch abonnieren, mal gucken, wie viele Leute da folgen werden. Ich freue mich auf Zudenken, ich freue mich generell, was noch aus der Band wird. Und ich glaube, ich gebe das Wort gleich ab. Ja, einfach nochmal danke an dich für das Interview. Es hat echt viel Spaß gemacht und ich freue mich auch darauf, mit euch dann aufzutreten und hoffentlich das dann auch sehr bald und sich alles wieder ein bisschen eingliedert in die Normalität. Esel, hast du dir was Schönes überlegt? Nee. Und du hattest am längsten Zeit von allen, komm. Danke für das Interview auch. Ich freue mich auch unglaublich, dass ich in der Band bin und auf alles, was noch so kommt. Freunde, das war's für heute. Ich bin Vic von Metachemie. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn ihr jetzt gerade auf YouTube zuschaut, schaut mal bei den Links unten, liked alles, abonniert alles und leitet das gerne weiter. Und wenn ihr jemanden kennt, der so auf 80er Musik steht, hey, weiterempfehlen. Empfehlen, empfehlen, empfehlen. Und wer jetzt nur zugehört hat, in Anführungsstrichen, der hat wenigstens einige Songs jetzt gerade im Radio gehört, ganz genau auf Radio Westfalica von Mikrominden. Und wer das komplette Interview sehen möchte, und ich weiß, ihr wollt es sehen, der schaltet auf YouTube ein, googelt nach Metachemie Synthmarine oder einfach Metachemie Interview. Ihr werdet schon fündig. Ich sage schon mal Tschüss, macht's gut. Ciao.